Hallo und willkommen zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, wir sind hier zurück in Kew Gardens, haben ein kleines Pflanzenexperiment mit Raupen gemacht und festgestellt, dass die wohl die Tatwaffe waren, und zwar auch nur, weil sie in einer spezifischen Kombination irgendwo hingestellt werden müssen. Dass es halt funktioniert. So, wir haben mit hier Mr. Hamish haben wir schon gesprochen und jetzt wollten wir uns noch mal mit Orbert kurz unterhalten. Und dann müssen wir noch mit Mrs. White ein kleines Pläuschen machen. Sehr wahrscheinlich wird Watson sie noch mal anmachen, eventuell auch seine neuesten Tai Chi Tricks zeigen. Ich weiß es ja nicht so. Dann aber Your father's death does gucken seem wir hier highly nochmal. suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of a Lysip something or Lyra Pontus or no, wait. Ah, oh, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Ja. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then, about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Ja, okay, das Thank you, young man. We shall see you again soon. passt ja soweit mit dem, was auch Mr. Hamish gesagt hat. Soweit, wie ich es halt mitbekommen habe, irgendwie, deswegen ist es halt immer etwas schwierig. Ja, aber er kann sich auf jeden Fall die lateinischen Namen der ganzen Pflanzen nicht merken. Das ist ja im Prinzip auch das, was ich gesagt habe. Der kennt sich mit den Pflanzen nicht aus. Also, der wäre niemals auf diesen Trick mit dem Hinstellen der Pflanzen gekommen. Der fällt hier komplett raus aus meiner Täterliste. Die besteht eigentlich jetzt nur noch aus dem Hamish und der Mrs. White, die ich jetzt hier wieder versuche zu finden. Ich weiß nämlich nicht, wo sie ist. Ich laufe mir immer hier ein Wolf. So, war das doofe Saathaus hier. Hier müssen wir auch noch irgendwann mal was machen. Ja. Seedhouse, da. Da ist sie doch. Mein Gott. Ist auch immer so schwierig zu finden. Huch, was ist denn? So, dann befragen wir sie auch noch mal. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. Eigentlich. Bin gerade jetzt am Überlegen, ob das jetzt so stimmt, was die anderen gesagt haben. Eigentlich hatten die doch die ganze Zeit gesagt, die wären da sowieso. Der Mr. Dunn und Mr. Hamish wären irgendwie erstmal zusammen gewesen. Jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Verdammt. And that was the last time you saw him.
Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert to Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Oh, certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, Miss. Im Labor. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Ich wollte jetzt ins Labor. Wieso sind wir jetzt hier alleine? Ach du Scheiße. Moment. Hier. Aha. Spuren einatmen. Aus Raum fliehen. Ja. Kommt der jetzt hier nochmal raus? Ja, das wissen wir ja, was da passiert ist. Wieso müssen wir uns das hier nochmal angucken? Weiß man nicht, warum er dann da irgendwie extra nochmal da raus wollte. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Wieso? Wieso? Was? Hä? The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. So, was? Ja. Ich weiß ja eigentlich schon, dass da... wird da das Ventilationssystem haben. Das ist ja schon bekannt. Yeah. Das ist natürlich erstmal hier wieder die große Frage. Ach so, deswegen wird das angezeigt. Ich müsste eigentlich dem Dings folgen. Wo war denn das jetzt? Da. Oder? Genau. Moment. Genau, da steht unser Watson. Das Teil kommt von da, geht hier rüber. Geht da durch. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Ja. Können wir nicht das da, sondern das da. Ja, Girk.
Ich will an dem Hebel ziehen. Nicht da, sondern da. Aber das Spiel lässt mich nicht. Okay, dann folgen wir mal weiter. Es geht hier durch. Und hier wieder raus. Läuft hier durch. Hier könnten wir... Könnten wir, aber es geht auch nicht. Und dann machen wir nochmal hier kurzes T weg. Nö. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Mhm. Ja, mach wieder zu oder was auch immer. Moment, was war das? Also, da können wir auch nicht raus. Okay, hier. Ah. Gut, dann müssen wir wohl hier erstmal den Generator anschmeißen. Alles klar. Starten. What? Getriebe? Ist es jetzt an oder aus? Naja. The power is on. Ja, dann auf geht's. The engine has started. Und nun? The ventilation system is working. Aha. Und meine Nase juckt. Gut. Das Ventilationssystem läuft. Müssen wir jetzt hier wieder... Können wir jetzt da am Hebel rumspielen? Ah ja. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Ja, ja. Es ist gut. Jetzt geht's auf jeden Fall an, aber das hilft mir jetzt doch irgendwie auch nicht weiter, oder? Ich habe jetzt gedacht, damit könnte man halt irgendwie die hier alles irgendwie einschalten. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Ja, ja. Irk. So, das heißt, wir sehen Watson. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Nö, das brauchst du nicht. Du kannst eigentlich direkt aus dem Fenster gucken. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out. By activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Hm. Stimmt. Okay. Die mussten also im Prinzip beide den Schalter umlegen. Okay, Watson kommt mit. Hätten also beide den Schalter umlegen müssen, damit diese blöden Viecher runterfallen. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, weil eigentlich hätten ja überall jetzt da Luft durchströmen müssen, aber ja. So. Ja, das sind die zwei. Martin Hamish hat die Gelegenheit, hatte die Gelegenheit, die tödlichen Pflanzen im Kolonialhaus zu stimulieren. Als Biologe hätte er genau gewusst, wie das zu bewerkstelligen ist. Jo. So, was haben wir da? Martin Hamish ist schuldig. Martin Hamish könnte der Täter sein. Er hatte die Gelegenheit, die Pflanzen der göttlichen Gesellschaft zu stehlen und sie von seinem Arbeitsplatz aus zu stimulieren. Unmittelbar nachdem er Montague dann im Kolonialhaus eingeschlossen hatte. Jo. Es wäre möglich. Sorgen Sie dafür, dass Martin Hamish verhaftet wird. Okay.
Aber hier verbindet sich noch irgendwie nichts. Ja, und wie kriegen wir das hin? Let's go to Scotland Yard. Okay, dann auf nach zum Yard. Also das wäre jetzt einfach irgendwie einfach, den zu überführen. Einfach so. Das macht mich doch schon wieder irgendwie so ein bisschen stutzig. Hallo? A very good day to you, my friend. Is Inspector Lestrade in? The inspector's waiting for you in his office. Ach so, ja, vielen Dank. Sherlock? So, wo war dem denn jetzt sein Büro? Nee, da nicht. Da. Blup. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha, I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Einige Zeit später. Das läuft zu glatt, definitiv. Das läuft definitiv irgendwie zu glatt. Deswegen, wir hatten drei Verdächtige. Alle drei hatten ein Motiv, wobei halt Sohnemann irgendwie, ja, der hat ja keine Ahnung von den Pflanzen und auch so charakterlich hätte er es nicht gemacht. Inspector, nur die anderen zwei. I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Im großen? Hier? Wir beeilen uns trotzdem mal. Albert ist nicht da. Ups. Oh. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Mm-hmm. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Okay. Ach so, da liegt sie. Ja, okay. Er hat sich anscheinend selbst umgebracht. Naja. Aber erst nochmal gerade gucken, wo hing denn der jetzt bitte schön? Da. Ha. Ja, gut. War dann halt Selbstmord. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Moment, Inspektor? Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Ich wollte nur noch ein bisschen nachfragen, wie das hier, wie sie den gefunden haben, aber naja. Okay, ja, der läuft uns jetzt hier nicht weg, deswegen mache ich für die Folge hier Schluss und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier die Leiche untersuchen, was hier ja ziemlich nach Selbstmord aussieht, wäre ja im Prinzip so ein indirektes Schuldbekenntnis. Ha, aber ich glaube, Sherlock traut der Sache auch nicht so ganz. Naja, aber alles erst beim nächsten Mal. Bis dann.